Ey, yo Leute, was geht? Ein Freund von mir hat mir dieses Replay geschickt und hat gesagt, ey, guck mal drauf, der Kogma, der ist am Scripten. Ich habe tatsächlich noch gar nicht in das Video reingeguckt. Da dachte ich mir, komm, tun wir das ein bisschen zusammen, Leute. Und bevor wir dazu kommen, eben einmal ganz wichtig, Leute. Gerade auch in den letzten Scripter-Videos gab es immer die Thematiken, Blas. Oh, Silfi, er wurde hier doch von etwas getroffen und so weiter. Ich will ja eins klarstellen, meine Freunde. Ja, erste, was ist ein Script? Ein Script ist quasi ein Cheat. Ja, es gibt viele verschiedene Cheats und nur, und Scripter haben nicht immer den Cheat 24/7 an. Kann man zwar machen, ist so offensichtlich, man wird aber instant gebannt in der Regel dabei. Ja, es gibt so die Einstellung quasi, du hältst Leertaste gedrückt und ab dann dodgst du Skillshots. Nur weil du aber ein Script anhast, kannst du nicht jeden Skillshot dodgen. Als Beispiel, wenn der Kog'Maw komplett in Midi-Range von der Pantheon ist, der Pantheon drückt auf Q drauf, da gibt es keine Reaktionszeit. Selbst wenn er instant darauf reagiert, kann er das nicht dodgen, es sei denn, er flasht es. Ja? Wenn aber eine Leona-E auf Range fliegt oder sowas, dann ist schon ein bisschen mehr Reaktionszeit da, oder wenn es Swain eh kommt oder sowas, dann ist die Chance schon höher, dass man es dodgen kann. Folgendes gehört hiermit auch noch rein. Man kann Scripter ganz oft daran erkennen, ob sie Bewegungen haben, die ich immer als gibberish bezeichne, die so ein bisschen wackelig ist, sag ich mal. Und dann gucken wir da einfach mal rein. Ich würde tatsächlich ungern mir den Anfang angucken, sondern ich würde mal sagen, wir gehen mal so ab Minute 5 ungefähr rein. Denn das ist auch so ein Moment, okay, wo Leona und Swain dann halt auch ihre Skills haben, ein bisschen mehr Skillshots haben. Vielleicht sollte man sogar actually tatsächlich, ja, nee, warte, ich kann sich erstmal so ein bisschen laufen lassen. Wir gucken uns einfach nur so ein bisschen durch, ne? Wir machen so ein bisschen das Ganze stichprobenartig. Natürlich auch klassisch. Da ist ein Kog'Maw, eine Lulu ist dann in der Regel auch immer mit dabei. Und wir müssen uns jetzt angucken, wie er sich verhält, ne? Okay, ist jetzt noch nichts zu Besonderes. Aber diese Links-Rechts-Bewegungen sind immer in der Regel ein gutes Indiz dafür. Der ging einfach völlig daneben. Okay, ne, noch nichts zu Besonderes. Von dem, was ich hier kenne. Nee, das hier auch nicht. Nope, normaler Dodge. Ich sehe hier immer noch alles völlig normal. Okay, das Movement sieht. Das sah. Ich glaube, das ist Gold-Elo, wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich hatte ich auch nochmal nachgeguckt, aber ich könnte schwören, der Typ ist Gold-Elo. Ja. Beziehungsweise dieses Game finde ich auch in Gold-Elo statt. Die Moves sahen schon sehr smooth aus, ja. Für Gold-Elo-Verhältnisse dann doch halt relativ gut, aber das ist jetzt für mich kein Indiz oder sowas. Ich sehe doch keine Gibberish-Movement. Vielleicht bin ich ja auch an der falschen Stelle oder sowas. Kann natürlich auch immer sein. Lass mal eben weitergehen. Hier ist ein großer Teamfight ausgebrochen. Aber hey, nur weil man Script anhat, braucht man es auch nicht 24/7. Ja. Beziehungsweise muss es auch nicht immer so sein, dass man es mega, mega gut erkennt. Es gibt natürlich viele verschiedene Softwares dafür. Okay. Bin jetzt davon nicht ganz so überzeugt im Moment, wenn ich ehrlich sein soll. Aber hey, vielleicht finden wir noch was. Also wie gesagt, ich finde sein Movement für einen Goldspieler schon sehr clean. Könnte aber auch ein Schlumpf-Account sein. Weiß ich nicht. Aber wir haben gleich nochmal ein paar Kills, die passieren. Ich denke mal, gerade auch ab dem Moment, falls der unter 6 hitten sollte. Das ist sehr interessant. Warum chillt die Leona da? Okay. Okay. Ich sehe da nichts. Maybe I'm stupid? Warte, wo hat er noch Kills gemacht? Lass mal ein bisschen weiter vorgehen. Größere Fights? Ey, ich meine, vielleicht spielt Swain und Leona das einfach so kacke, dass es nicht mal auffällt. So einen auf denen, wisst ihr? Okay, das kann man völlig normal gedodged haben. Okay, die könnte da auch mit ihrer. Sag mal, bin ich doof? Chat. Ich sag schon automatisch Chat, ne? Weil ich so viel streame mittlerweile. Aber ich meine, okay, ich mache nur Stellen, wo die fighten. Okay. Ne? Auf die Swain eh, die Bewegung war ein bisschen komisch. Das hier sieht mir auch nicht so besonders aus.
Okay, das kann er natürlich nicht dodgen. Hier muss da gleich irgendetwas kommen. Okay. I mean, okay, das ist jetzt die erste Sache, die ich sehe, wo ich sage, okay. Oder wo ich drüber nachdenken würde. Ja. Leona ultet ihn, im selben Moment reagiert er drauf. Dodge das Frame perfekt. Könnte auch ein Zufall gewesen sein. Okay, hier auch wieder Swain-Animation beginnt. Wieder ein Frame-perfekter Dodge, der auch nicht mehr hätte sein müssen. Okay. Jetzt denke ich schon, okay. Whatever. So, ne? Sagt jetzt noch nicht zu viel aus. Es ist ein paar Mal passiert. Kennen wir alle. Und nicht vergessen, das ist Gold. Moment mal, this could be interesting. Ne? Was war denn das für ein Spell von Amumu? Okay, warte mal. Hier ist jetzt nochmal eine riesige Fickerei. I mean. Okay. Könnten auch normale Smurf-Moves sein. I mean, das könnten legit normale Smurf-Moves sein. Es gibt eine Sache, die mich hier tatsächlich stört. Okay, he's dead. Hier sind noch Kills passiert. Hä? Moment. Wurde er Geminion blockt? Ab dem Moment, wo Leona die E geworfen hat. Er hat gar keinen Grund zu sidesteppen. Okay, das war Frame perfekt. Okay. Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Der kleine Gibberish Move. Als Swain E und K-Cook, achtet drauf. Das sieht aus wie, er will angreifen. Das mögliche Skript sagt aber nein. Und der Amumu hat einfach nur verfehlt. Ey, wow, Moment. Das war's für eine Swain E. Digga, er hat gut Geld für sein Script bezahlt. Gibberish Movement gerade wieder, als der Mumuku geflogen ist. Okay, warte mal. Also, das war schon sehr interessant. Ich will mir nochmal kurz eben einige Stellen einfach nochmal so mit anschauen. Das hatten wir schon mal, ne? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Hat er komisches Movement? Weil, Leute, pass auf, was mich stört. Kann ich das auch nochmal zeigen? Das hier ist ein OPGG. Eben die Bildschirmaufnahme. So. Das hier kann weg und das hier kann weg. Das hier ist kein Scripter-Account. Versteht ihr? Das macht gar keinen Sinn. Maybe hat er hier angefangen, ein bisschen zu scribbeln. Ja, denn Ich weiß nicht. Aber da gibt es schon einige Moves, die questionable aussehen. Ja, warte mal. Wenn wir das hier schon hatten, spule ich einfach nochmal random wieder ein bisschen vor. Ich meine, hier gibt es einige Indizien, die darauf hinführen. Aber ich weiß nicht, Leute. Ich würde sagen, so, maybe Luck Game.
Hier wird immer mal, wobei das schon echt sehr frame-perfekt ist an einigen Stellen. Ja, you know what I mean? Was hast du denn, Leona-Ulti? Achso, sie ist da hinten hingegangen. Oder sehen wir das? Never! 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 Leute, achtet drauf, okay? Warum sollte er sich genau in dem Moment bewegen? Also erstens, das ist seine Sicht, okay? Man kann sich denken, dass Leona da ist. Aber kein normaler Spieler würde jetzt aufhören, die Seite zu hovern. Der würde links bleiben. Der würde legit links bleiben. Der hat doch keinen Grund, sich random dorthin zu bewegen. Ne. Also jetzt ist wieder Lotti Karotti angesagt. Okay, einmal gucke ich nochmal nach. Wer ist hier gegen Garen? Da gibt es eh nichts zu dodgen. Also den Fall hatten wir hier schon mal. Haben wir hier den ganzen was auch schon gesehen? Das erkenne ich auch. Ah, Moment. Okay, da kam wieder eine random Leona-Ulti. Er hat die nicht gesehen, oder? Digga, Leute! Labert mich doch... Also klar, ab... Moment. Nur damit ihr es auch nochmal seht. Ich glaube, weil Leona-Ulti macht, sieht man sie. Ja. Ey, das hat er jetzt nicht einmal gemacht. Das hat er zweimal gemacht. Da hat höchstwahrscheinlich jemand Scripts für sich entdeckt. Ja, und es sind, die sind, also die fallen nicht zu sehr auf, finde ich zumindest. Würde ich sagen, Leute. Also ihr könnt gerne eure eigene Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich würde jetzt schon sagen, ey, der hat an, Leute. Der hat an. Der hat aber sowas von an. Schwierig zu erkennen anfangs. Das ist kein Zufall, Leute. So viele Zufälle in einem einzigen Game können nicht passieren. Das glaube ich nicht. Wir haben Gibberish Movement nicht ganz so viel. Okay, muss ich dazu auch sagen. Ja. Aber diese beiden Leone, die waren schon gutes Zeichen. Denn er hatte niemals Vision auf ihr. Okay, bei dem einen kann man sagen, er könnte es erahnen. Da macht es aber wiederum keinen Sinn, ne, weil man hat ja kurz gesehen, dass Leona hier war. Da macht es aber vielen keinen Sinn, die auf der mittleren Seite zu bleiben, sondern eher links, denn er bewegt sich, also ne, von dem Movement her sieht er schon sehr clean aus, nicht nach Gold. Und hier bei der Stelle hat er auf jeden Fall keine Vision. Erst dann, als Leona wirklich die Ulti gemacht hat, im selben Moment, perfekt, hat er sich bewegt. Deswegen, ich denke schon, dass der anhat. Vielleicht experimentiert er ja gerade noch oder sowas. Ne? Aber Leute, was denkt ihr dazu? Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.